Scheiße, ey, lauft einfach weiter. Scheiße auf die Kisten. Nein, ich möchte halt versuchen, irgendwie doch ein paar Sachen mitzunehmen. Um mich dann ganz zum Schluss dazu stehen und zu sagen, scheiße, ich komme nicht mehr weiter, weil ich halt das und das nicht mehr kaufen kann. Ja. Mal gucken, wir haben noch eine Kiste nur. Nur ist gut. Ich habe jetzt schon 400 noch was. Ich kann mir gleich schön meine Waffe aufrüsten. Wenn ich Lust habe. Kann ich hier irgendwo hoch nur. Das ist, glaube ich, schon die höchste Stelle, oder? Gehen wir mal in den anderen Raum rein. Gibt es hier irgendwo was? Da! Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal kurz auch nochmal da unten hin. Zum Flugzeug. Aber ich glaube... Oh, ja. Fackel trotzdem mitnehmen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal da lang. Spring! Okay, es sieht gar nicht gut aus. Alter! Er ist doch unnormal, was die durchmachen muss. Also hohen Respekt, ja. Ich schätze jetzt einfach mal, die ist jetzt einfach mal nur... Ah, warte mal. Das war vorher doch nicht, ne? Der Weg hierhin. Oder? Zumindest zu der Kiste nicht. Und ich dachte erst, es gibt so ein paar Bücher zum Lesen. Aber das ist dann doch wohl auch nicht so. Okay. Wir müssen auf jeden Fall den Rucksack ja wiederfinden. Und so langsam weiß ich jetzt nicht mehr, wo es hergeht. Da hoch? Nö. Hä? Auf das... Ah, auf das... Auf das Dach von... Meine Fresse, ey. Alter. Was? Ah, ich glaube, wir sind jetzt gleich am Ziel. Bleib mal kurz hier sitzen. Dahin sind sie, glaube ich, ne? Och, da habe ich ja auch so viel Lust jetzt drauf. Das sind aber auf jeden Fall irgendwelche Malereien. Was denn, wenn ich jetzt hier weitergehe? Ah, da komme ich bestimmt einfach woanders hin. Ich muss ja eigentlich nur dahin. Lassen wir es mal lieber hierher zu gehen. Das ist, glaube ich, das nächste Ziel dann da. Wir müssen in die Höhle. Des Löwen. Der Wölfe. Alter, ist das dunkel. Scheiß die Wand doch an, ey. Boah. Ich will nur den Rucksack. Sonst ja. Nichts. Alter, ich auch. Ah, da ist er doch. Ohne Spaß, jetzt kommt der Wolf. Das ist doch meistens so bei Filmen. Bei Computerspielen auch. Ich hab ihn. Okay. Jetzt zurück zu Roth damit. Boah, mal ganz ruhig. Scheiße, ich sehe da nichts. Boah, ich werde mir jetzt so erschrecken. Nein! Fuck, ey! Mann, ich muss länger warten mit dem scheiß F drücken. Okay. War zu spät. Nein, okay, also. F und dann E. Okay. Ach, ich hasse diese Zwischensequenzen. Echt, ey. Ich hasse die wirklich so was von. Oh.
Alter, ist das so ein... Ich verstehe das nicht. Ich hasse diese Dinger, ey. Alle, die, wie gesagt, bei Kung Fu Panda schon dabei waren, die wissen, ich hasse die. Ohne Spaß. Wenn ich was hasse, dann hasse ich das wirklich. So, was jetzt? Ist er jetzt tot? Ah, geht doch, ey. Geht doch. Das war knapp. Ja, jetzt komm raus hier, ey. Ich hasse so Höhen. Also eng. Und über die Knochen. Das macht ja auch ganz viel Motivation. Ist ja ganz klar. Ganz viel Motivation. Warum kann es nicht mal schön sein? So wie ein Paradies hier. Okay, dann erstmal wieder zurück. So. Jetzt werde ich auch schleunigst tun. Yippie-yay, Schweinebacke. Okay. Ja. Einfach runterspringen? Nein, natürlich nicht. Wir werden es ja... Ah, guck mal, ich kann... Weiß es hier was? Aber ich glaube nicht. Nee, warum sollte auch was... Oh, tut das weh. Okay. Okay, das war mal ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ist aber wirklich... Ah, doch. Ein Geocoach. Professor! Ich hab es! Der ist bestimmt tot jetzt. Gut. Flicken wir dich zusammen. Solche Sachen. In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletteraxt, neue Ausrüstung erhalten. Sehr schön. Jetzt können wir sogar. Okay, machen wir. Achso, wenn wir da sind. Okay. Achso, einfach dann hochgehen oder was? Das ist ja geil gemacht, ey. Aber bestimmt müssen wir jetzt, glaube ich, was richtig Heftiges drücken. Coole Sache, ey.
So, nun müssen wir jetzt nach oben schon oder müssen wir wieder zurück? Warte mal kurz, ich guck mal kurz. Nein, wir müssen dahin. Nehmen wir am besten wieder ganz normal den Weg. Plattform. Oder ist es überhaupt der richtige Weg dann? Nee, warte mal. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß. Den Weg. Ist das nicht der Weg, den wir vorhin nicht gehen wollten? Ah, jetzt können wir sogar hier hochgehen. Sehr geil. Das Spiel wird immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal so ein bisschen. Leertaste. Was? Alter! Immer diese Kombos, ey. Da musst du echt schnell handeln. Okay, wir sind auf jeden Fall hier. Geheimnis. Ah, okay. Müssen wir jetzt da hoch? Nö. Da müssen wir hoch. Ist das reif? Zack, ab nach oben. Und nur da, wo es hell ist, glaube ich, ne? Also wo die Steine halt so, ja, weiß angemalt sind, also so gräulich sind. Okay. Das ist echt geil. Ja. Das macht Spaß. Sowas sollte man in Assassin's Creed auch mit einbringen, finde ich. Und zum oh, fuck off, ey. Den Sturm ab! Alles klar! Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Nein! Hilfe, schnell! Mist! Okay, so den Wichser. Ja. So, ich glaube, wir haben sie alle. Oder nein? Hä? Willst du mich verarschen? Geht doch. Okay. Also, das sind unsere Gegner. Tiere. Solche komischen Menschen. Also, die wollen uns, denke ich mal, alle töten. Schon mal rüberspringen. Rüberspringen. Oder warte mal. Sollen wir den erstmal noch zu der Hütte sehen? Ja, natürlich, klar. Müssen wir mal kurz schauen, wo der bist. Einfach rüber, ne? Ich denke, sie wird das doch schon schaffen. Ja, ein großes Mädchen. Was ist so verflixt scheiße? Aber da ist ein Buch. Ich habe neue Notizen. Mit den Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay. Auf jeden Fall müssen wir da rüber. Ist halt die Sache. Einfach darüber springen. Ja, ne? Oh, es ist nass.